Und es geht weiter mit Fire Emblem. So, Melus Level 4 ist okay. Mach dich nicht so wichtig. Protector Sir Oswin. Ich habe die 30.000 Gold aus der Schatzkammer gebracht, nachdem ihr verlangt habt. Wunderschön, 30.000 Gold braucht kein Schwein. Ach, ist das schön. So, nehme ich kurz... Ich brauche nur eins. Ich glaube jetzt nicht, dass ich so oft noch zum Kämpfen kommen werde. So. Kommt Eliwood noch nach unten? Lynn zuerst rein? Nee. So, Dorcas. Dorcas. Du musst jetzt ein paar Eisenbögen kaufen, das reicht, glaube ich. Ich weiß nämlich nicht genau, wie viele Eisenbögen ich brauche, deswegen ein paar Stahlbögen ist auch okay. So, jetzt muss ich gucken. Ich brauche sonst nichts mehr. Jetzt zeige ich euch mal, wie das mit der Arena funktioniert. 570 passt, müsst ihr eigentlich schaffen. Ein Weiser mit Feuer und das... Oh Gott, das ist gar nicht mal so gut für ihn. Ausgewichen, sehr schön. Und nochmal 7 Schaden. Ich muss ihn noch 4-mal treffen. Ah, ich mache mal doppelt, sehr schön. Wenn er nochmal ausweicht, dann habe ich gewonnen. Oh Gott, ich habe auch so gewonnen, fällt mir gerade auf. Weil jetzt greift Matthew nochmal an. Genau. Jetzt kann er von mir aus nochmal treffen, der Weise, genau. Aber Matthew trifft sowieso und der ist tot. Ah, und in der Arena kommen auch schon ziemlich fette Gegner dran. Das ist... Weiß nicht, ob es mir gefallen soll, Digga Eliwood. So, Matthew Level 10. Sehr schön. Der hat seinen Soll erfüllt, dann mache ich es mal so. Ich nehme den hier weg. Und... sie hier rein. Mir fällt gerade auf, ich habe einen Fehler gemacht, weil ich hätte Nils mitnehmen können, dann hätte ich mit Eliwood doppelt reingehen können. Ah, egal. Egal, mache ich mit Lynn und mit Eliwood. Ist auch okay. So, weil die haben 520 Gold, ist auch okay. Rivernlord. Oh. Oh. Oh, Lynn, du halt dich ran. Aber 36 Schaden, was? Nee, 36% Trefferchance, das geht eigentlich. So, dreimal muss ich ihn noch treffen, das ist eigentlich gelaufen jetzt wieder. So, jetzt haut sie nochmal drauf. Und ja, offscreen, wenn ich sehe, dass ich eigentlich 100%ig gewinne, mache ich auch mal gerne sowas hier. Mhm. Nur so am Rande. Nur falls ihr euch gerade gefragt habt, wow, wie lange hockt denn der dann da und... Nee, ich weiß mir schon zu helfen. absetzen darunter, genau. Bisschen mal darüber. So, Pent, dann kannst du ja mal Matthew kurz heilen. Es kommt zwar keine Gegner, aber... Pff, ist doch so egal. Ach, schön. So, dann kommt... Hast du eigentlich eine Pflege? Ja. Gut, gut, gut. Dann kommst du auch noch mit runter. Weil dann werde ich versuchen, das effektiv zu nutzen, dass ich mit allen dreien jede Runde reingehen kann. Das wäre so perfekt, ne? So, also wir haben 5 Runden Zeit. Das geht ja noch. Gut, Lynn gleich nochmal. Arena. 560 Gold geht auch. Ein Druide mit Flux. Das ist ja... Das ist ja echt angenehm. Wahnsinn. Und ausgewichen. Sehr schön. Ich bin mir gerade echt nicht sicher, ob ich vorspulen soll oder nicht, aber bei mir ist es wurscht. Nee, ich spule nicht vor. Macht nur Probleme in der Aufnahme. Und Lynn hat schon wieder gewonnen. Und komm. Dass die auch nicht kritten, das ist blöd. Ach ja, und man hat immer die schlechteste Waffe, mehr oder minder, der... Waffenklasse, also ich habe jetzt mein Eisenschwert mit Lynn, mit Matthew glaube ich auch, mit ihm glaube ich jetzt sogar auch. So, jetzt wird es interessant, weil jetzt kommt nämlich, hast du Schaden? Nee. Jetzt kommt nämlich Eliwood. Eliwood, mach keinen Scheiß gegen Möwe. Oh Gott, ach du Kacke. Oh Gott, das ist gar nicht mal so... Oh Gott. Das ist gar nicht mal so leicht, ne? Aber gut, dass er gekrittet hat.
Weil ihr seht, sie macht doch mit 53% Schaden. 11. Also. Ne? Er macht mit 53% Trefferchance 11 Schaden. So wollte ich sagen. Ist gar nicht so ungefährlich, aber Eliwood hat es geschafft. Perfekt. Awesome. Awesome. So, oh, schöne Werte. Eliwood, for the win. So, kannst du... Komm, rette ein Pferd. Ist okay. Du kannst ihn abnehmen, das ist wunderschön, und da oben hinsetzen. Ich heile jetzt aber vorsichtshalber erstmal, soll ich mich viel heilen? Ach. Obwohl, 9 Schaden ist doch gar nicht mehr so wenig, ne? Ich heile lieber Matthew, bevor ich mit ihm reingehe. Es könnte doch noch böse enden. Ach schön. Und 540 Gold. Ich glaube, das bleibt doch alles so niedrig, weil was wollen die mir für 730 Gold denn da hinsetzen? Ein Level 20 Druide oder was? Mit Nosferatu. Was? Was? 93%? Und der trifft mich. Was zur Hölle? Wieso trifft der mich? Wieso habe ich daneben gehauen? Was? So, jetzt gritte doch mal, du hast 11% Grit immer noch. Meine Fressen. Pass auf, jetzt kommt der Grit. Jetzt kommt der Grit. Nee, okay. Was? Ausgewichen! Was ist denn hier los? Alter! 93% und der haut zweimal daneben. Nee. Ich verliere, glaube ich, den Glauben an die Menschheit. Nee. Nee, das geht nicht. Zweimal daneben gehauen, das ist... Nee. So, Matthew hauen. Geh nochmal rein, 590, komm. Falkenritte, Eisenlanze, das ist okay. 15 Schaden! Butterfug! Danke, 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 danke. Und Gritte nochmal, weil... Also, okay. Hat er erledigt, ist vorbei. Oh Gott, macht der Schaden. Butterfug. Der wäre gar nicht so lustig gewesen, der Falkenritter. Und das zweite Level up für Matthew. Matthew, der marschierte durch. Und ich mache mein schönes Geld. Ist total unnötig. Ah, schön. So, wieder runter. Du wechselst, was? Dorcas, du gehst mal kurz hier rüber. Nimmst ihm den kurz ab. Genau. Ellie wurden... Pendel läuft darüber. Ich muss echt gucken, wie ich es mache, damit jeder so ungefähr volles Leben hat. Vor allem Eliwood. Eliwood ist ganz wichtig, dass der volles Leben hat, weil... Wäre nicht so pralle, wenn der da drin abkratzen würde. 580. Nee, das ist mir, glaube ich, schon zu viel. Das ist... 590. Wenn man gerade gesehen hat, was bei 500... Was war es, glaube ich, bei... Ich weiß es gar nicht mehr, was beim Dings war. Ja, aber was beim Matthew gekommen ist für eine Einheit, das war gar nicht mal so lustig. Okay. Eliwood, du musst dich ein bisschen ranhalten. Ah ja, okay. Gut, das ist auch gelaufen. Wenn ich jedes Mal zweimal angreifen darf. Ah, doch. Gerade überlegt. So, jetzt kann er von mir aus nochmal treffen. Trifft sogar. Alter, ernsthaft. Was ist los? Aber er ist tot. Ein schöner Erfahrungspunkt für Eliwood. Der bekommt aber weniger als Matthew, das ist ein bisschen blöd. So, nehmen wir wieder mit. So, nimmst du ihn wieder ab und setzt ihn wieder nach oben ab. So. Lynn, was machst du denn da drin? 580, nee du. 550, das klingt schon besser. Ein Krieger mit der Eisenaxt bist sogar im Vorteil. Der trifft gar nicht. Das ist ja lame. Das ist ja... Ey, die hat 15% Grit und grittet nicht. Hihi. Komm schon. Ne? Schön. Wow. Das waren Erfahrungspunkte. Boah. Level 12 für Lynn. Boah. Also, die Mission lohnt sich doch noch ziemlich. Und 100.000 Gold. Sehr schön.
Nee, ich rette sie lieber nicht, sie hat ja volles Leben eigentlich noch. So, vorletzte Runde. Pennt halt nur kurz Eliwood, aber voll bitte. Du solltest ihn voll bekommen, oder? Ja, sehr schön. Erk hätte es nicht geschafft, ihn voll zu heilen. Und Waffenlevel erhöht. Bist schon auf S, oder? Ja. Schön. So, jetzt geht Lynn nochmal rein. 530, das ist okay. Schwertmeister. Ist doch nix. Der hat keine Crit-Chance. Der macht nix. Der trifft die. Was? Der trifft? Wieso trifft der? Was zur Hölle? Wieso trifft der? Was zur Hölle? Ah, jetzt trifft der auch noch, ey. Wie viel Leben hat Matthew? 10 weniger. Ja, das kann man machen. Muss man nicht, aber kann man machen. So, Matthew geht rein für 540 Gold, ist okay. Schwertmeister. Okay. Hat sich erledigt. Mit der Angst. Ach, Matthew, danke. So. So einfach kann es gehen, ne? Es tut mir leid für die Leute, die gerade da hängen und sich sagen, hör doch auf mit dem Scheiß. Kacken langweilig, will doch keiner sehen. Würde ich sagen, Pech. Ihr könnt sie auch einfach vorspulen. Dazu ist YouTube da. Ne? Das kann YouTube ganz gut vorspulen. Was? 6? Oh Gott. Ich würde sie eigentlich gern sehen, was da kommt, ne? Ich würde sie eigentlich gern sehen. Wahrscheinlich Level 15 irgendwas. Ja, komm. Gibst 10 Schaden, machst 11 Schaden, das ist okay. Das gewinnst du auf jeden Fall. Ja, komm. Und, ach, die machen abwechselnd, okay. Ach, weil sie wahrscheinlich im Vorteil ist, deswegen hat er nicht die Doppelschlag-Priorität. Hm, blöd. So, und zack, tot. Dürfte ein Level-Up für Eliwood sein, ne? Ne, fast. Ah doch, noch ein Eliwood. Oh, schön, 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 schön. Level 8. Hm. Eliwood ist gar nicht mehr so schwach auf der Brust, sag ich mal. Geht, geht. So, dann heile ich ihn das nächste Mal. Lynn braucht keine Heilung. Matthew auch nicht, dann passt die Sache. So. Ah, ich darf da nicht hin, weil sonst kann ich ihn nicht mehr retten. Das wäre ein bisschen fatal. So, bitte heile ihn irgendwie voll. Hoffe, Purgativ macht das auch. Ja, fast. Okay. Ah, Level 12, oder? Level 12? Level 12 verpennt. Sehr schön. Und Purgativ müsste jetzt kaputt sein. Ja. War klar. Wusste ich ja. So, Arena. 570, zu viel dafür, dass Eliwood Leben fehlt. 580, zu viel. 630, bestimmt. 600, bestimmt. Jetzt zieht er aber ganz schön an, der Kollege da. 6 mal für 570 mache ich mit. Oder 550, auch gut. Berserker mit der Eisenachs, das ist perfekt. Der trifft ja gar nichts. Der trifft nichts. Was? 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 Alter, 19%, ich... Boah, so, hieß er. 19%, ich glaube, ich... Boah, nee. Ich krieg die Tür nicht zu. 19% ist eigentlich ein ganz sicherer... Fail. So, Lynn, rein. Komm. 500. Easy going, oder? 17 Schaden, was macht denn der 17 Schaden, bitte? Wenn der trifft, muss ich raus. Ich drück B, ne? Das weißt du. Danke. Alter, wieso trifft der? Entschuldigung, ich musste jetzt raus, weil hätte der nochmal getroffen, wäre ich tot gewesen. Und das hätte dann die ganze Mission vernichtet. Kacke. Ja, komm, hau einfach rein. Und der hat 20 Schaden, aber trifft... Komm, 28 Trefferschance, bitte. Danke. Alter, hat der andere getroffen, dieser blöde General. Dieser Kackengeneral, ey. Miese Sau. Boah. Level 12 für Matthew. Wuhu.
Matthew ist auf Levelniveau. Das ist cool. Das ist gut. Hey, hat's diese... Boah, nee. Ach, Lynn. Verdammt. Verdammt mich doch, ey. Verdammt mich. Egal. Das sollte reichen. Dann auf nach Badon. Und dann zur Insel des Grauens. Ja, dann macht ihr euch mal auf nach Badon. Ach ja, das Drachentor. Willkommen zu Hause, Meister. Nimm Stella, sieh dir das an. Der Drachenstein der Kinder? Was habt ihr damit vor? Ich werde ihm Quintessenz einflößen. Quintessenz einflößen. What the fuck? Nein! Nein! Ist der scheiß Tor wieder offen, oder was? Das ist... Oh Gott. Das Drachenmädchen. Niedersessenz. Wunderschön. Absolut wunderschön. Dann werde ich Drachen rufen können, wann immer es mir beliebt. Wollen wir sofort mit der Prozession beginnen? Nein. Ich verlor das Quintessenz durch die Wunden, die Arthus mir beigebracht hat. Und die Zahl... Um die Zahl zu rufen, die ich benötige, muss ich mehr Essenz haben. Wenn man sich mit Drachen einlässt, muss man gut vorbereitet sein. Wenn sie sich aus meinem Griff winden und mich töten, wäre alles umsonst. Ich scheue mich zu berichten, dass alle Quintessenz von dem Black Fang verbraucht ist. Woher soll die nächste Ernte kommen? Alles, was wir an Materialien benötigen, ist bereits zu uns unterwegs. Okay. Schön. Ich verstehe, Elliot und seine Freunde. Genau. Ich werde sie zerquetschen, ihre Quintessenz nehmen und meinen Drachen herbeirufen. Was? Oh Gott. Strange Lache. Okay, deswegen will er uns also auf die Insel locken. Okay. Elliot kämpft in seinem Inneren, Ninians Tod zu überwinden, den er selbst herbeigeführt hat. Letztendlich geht die Reise weiter. Sein Ziel ist die Insel des Grauens. Ein Gegner wartet hier, ein Gegner, den es zu besiegen gilt. Nergal umgibt sich selbst mit seinen Morphs und wartet auf Elliots Ankunft. Das letzte Gefecht ist nah. Entschuldigung, ich muss was trinken, sonst kann ich überhaupt nicht mehr lesen. Boah. Dead or alive? Ew. So. So, wir sind am Ziel. Fargus, ich weiß nicht, wie ich euch dafür danken kann. Oh, vergiss es, mein Junge. Minium. Bist du sicher, dass du unsere Hilfe nicht weiter brauchen kannst? Fargus Piraten bringen die Damen zum Lächeln. Und die Schurken zum Weinen. Ihr könnt nützlich sein. So wie Dart. Oh, Dart ist so krass. Danke für eure Sorge, aber von hier an müssen wir alleine weiter. Wir wissen nicht, was auf uns zukommen wird. Aber ihr könntet eine Nachricht für uns überbringen. Selbst wenn es uns gelingt, Nergal zu besiegen, gibt es keine Garantie dafür, dass wir die Schlacht überleben. Wir könnten, wenn wir nicht zurückkehren, ich entschuldige mich für die Uneinigkeiten, aber darüber macht ihr keine Gedanken. Darüber mache ich mir Gedanken, wenn die Zeit gekommen ist. Keine Sorge. Vielen Dank. Auch wegen Nils. Ich weiß. Ich werde die Verantwortung für ihn übernehmen. Nils? Wir müssen gehen. Hm? Wir werden Nergals Ambitionen zerschlagen und ihn bezwingen. Du wartest hier und ruhst dich bis zu unserer Rückkehr aus, ja? Nils, ich glaube nicht, dass du mir vergeben wirst. Ganz egal, wie ich mich bei dir zu entschuldigen versuche. Aber bitte hör mich an. Och nee, er redet. Unsere Macht ist kein Vergleich zu der von Nergal. Aber trotzdem können wir jetzt nicht aufgeben. Ich muss auch Ninians letzten Wunsch erfüllen. Niemals werde ich mich dieser Pflicht entziehen. Also möchte ich, dass auch du dich der Realität stellst. Es muss nicht jetzt geschehen, erst musst du den Schmerz überwinden. Wenn du dich erholt hast. Ich bin sicher, dass Ninian es so gewollt hätte. Gut, Fargus. Wir gehen jetzt. Hey, vermassel die Sache nicht, Welpen. Okay. Dart ganz langsam mit der... Ach, okay. Das ist jetzt eine Sequenz, weil Dart noch lebt. Ahoi, Dart. Machen wir schon langsam. Yo, Captain, was los? Gott. Ich sterbe jetzt schon an der Stimme. Gibt es da nicht etwas, das du mir erzählen möchtest? Warten. Na gut, sehr schön.
Dann verschwinde endlich. Gilt. Dort. Ich mag den Captain. Wo siehst du den? Komme lebendig wieder zurück. Okay. Ich liebe dich. Das war's schon. Natürlich werde ich nicht sterben. Oh. Du hast vor 5 Jahren mein Leben gerettet. Würde ich es einfach jetzt so wegwerfen, ziehst du mir sicher das Fell über die Ohren. So machst du und machst den Teppich raus. Ich werde alles unternehmen, um am Leben zu bleiben. Ei. Ach ja, dann ab mit dir. Ich pass mir gut auf die jungen Welpen auf. Na ja, Captain. Oh Gott. Nun denn. Jetzt heißt es zurück an Bord oder warten. Und warten. Komm, Junge. Oh, ich hab's vergessen. Ich hätte ihnen doch noch etwas Wichtiges geben sollen. Etwas, das im Kampf von großem Nutzen hätte sein können. Ich kann es nicht glauben, dass ich so etwas vergessen konnte. Dann muss ich ihnen wohl jemanden hinterher schicken. Diese Ratte, ganz ehrlich. Ich werde gehen. Oh, bist du sicher, dass du das auf dich nehmen möchtest? Das bin ich. Dann bin ich erleichtert. Lebe und kehre zurück, Welpe. Hat er mit Absicht gemacht. Da wollte Nils nur in den Kampf schicken und ihn sterben sehen. Was zur Hölle? Kommen da Sachen raus? Ich will nicht. Bitte nicht. Sie kommen also. Ich gehe, Limsteller. Bring ihre Quintessenzen zu mir. Sire. Ich habe die Macht Magie verliehen, die stärker ist als alles, was auf diesem Kontinent gefunden werden kann. Durch diese Magie hast auch du große Macht empfangen. Perfekte Stärke und perfekte Schönheit. Du bist mein Meisterwerk, Limsteller. Dein Fleisch kann die Macht dieses Zaubers nicht lange ertragen. Vor dem Morgen wird dein ganzer Körper verdorben sein. Aber dies ist es, wonach es dich verlangt, nicht wahr? Die Chance zu erhalten, für mich in den Tod zu gehen. Wie ihr wünscht. Okay. Was ich nicht verstehe, wenn er die Morphs aus Quintessenz gemacht hat und Limsteller so eine perfekte Form ist, sollte die dann nicht eigentlich ausreichen? Anstatt wie uns? Keine Ahnung, mal schauen. Soweit so gut. Noch ein kurzes Stück und wir sind am Drachentor. Wir sind ohne Probleme bis hierher vorgedrungen. Ich frage mich, wann sich Graubart endlich zeigen wird. Was sollen wir jetzt tun? Warten? Lass mich nachdenken. Lord Eliwood, Vorsicht, weicht aus. Das war bestimmt ich. Ah ne, Nils. Nils, du bist gekommen. Das bin ich. Ich kann nicht länger davonlaufen. Ich werde Ninians Platz einnehmen. Ich muss ihre Aufgabe erfüllen. Nein, ich muss Ninians und meine Aufgabe erfüllen. Ich werde mit euch kämpfen. Und gemeinsam werden wir den Kurs des Schicksals ändern. Gut gesprochen. Jetzt kriegst du wie ein Mann. Nils. Wie schön, dass du hier bist. Es tut mir leid. Es tut mir leid, wenn ich euch Sorgen bereitet haben sollte. Es geht mir jetzt wieder gut. Und jetzt Schluss mit dem Versteckspiel. Komm raus und zeige dich. Ich weiß, dass du da bist. Was? Wer? Limsteller. Diejenigen, die immer an der Seite zu finden sind, ist... Ah, wie Ebenholz, goldene Augen, du bist ein Morph, nicht wahr? Ich bin gekommen, um eure Quintessenzen zu holen. Kommt ihr vor, mein niederer Diener? Was zur Hölle? Was? Nein! Och, boah, ist das groß! Hilfe! Wir müssen uns den Weg freikämpfen. Egal wie viele es sind, es gibt nun kein Zurück mehr. Er hat doch keine Drachen gerufen. Wenn wir jetzt aufbrechen, haben wir noch Zeit, ihn aufzuhalten. Vorwärts, Gabba, dies ist letzte Schlacht. Nee, ist sie nicht. Spoiler. Oh Gott, hab ich viel Einheiten. Ach du Kacke. Obwohl es sind... Ich kann nicht zählen. 8, 12, 16. Was? 16? Ernsthaft? Ernsthaft? 16 Einheiten. Krass. So viele. Gerade ansehen, ganz kurz. Oh Gott, ist das viel. Oh Gott, ist das riesig! Oh Gott! Und zu diesen Ruinen müssen wir ja hin. Ganz kurz. Also es sind wie Städte. Ich weiß noch nicht, ob die vernichtet werden könnten durch Banditen. Ich glaube schon.
So, wie mache ich das? Also ich gebe es jetzt auf, irgendwie meine Einheiten irgendwie parallel leveln zu wollen, weil ist ja jetzt irgendwo total egal. Nils kommt auch mit, okay. Okay, Priscilla geht raus, bitte. Keine Lust auf irgendwelche Opfer. So, Nils, was machst du denn mit dem Wurfball, bitte? Geben das da. So, dann schauen wir mal kurz, was Filias macht. Angriffskraft ist okay, ein Tor. Kritische Treffer, okay. Ist ja ganz nett. Ist ja ganz nett. So, jetzt gucken wir nochmal kurz. Lynn kann einen. Gibst mal kurz deine Lichtklinge ab. So, du kannst den Bogen benutzen. Ich habe viel zu viele gekauft, natürlich. Was denn sonst? Dorcas hat schon einen Eisenbogen. Du tauschst gleich mal mit Batre. Die Zwingaxt ist okay. Und du halt so Darts tauscht mit wo ist er? Lucius, wo steht er? Da ist er doch, der Lucius. Zap. So, Fons. Gibt's mal die beiden ab. Okay. Noch irgendwas? Ich glaube eher nicht. Aber ich, tut mir leid, ich würde wieder sagen, das war's fürs Erste, für dieses Mal. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder in dieser Mission. Die wird ein bisschen länger dauern, glaube ich. Und ich sage danke fürs Zugucken. Ich hoffe, es gefällt euch immer noch. euch ein paar Leuten, die es angucken. Und bis zum nächsten Mal. Euer Gabba. Tschüss.